Willkommen zurück hier bei Mutant Year Zero und schön, dass du wieder dabei bist. Und wir gehen direkt wieder in die Zone. Wir haben unsere Jungs ein bisschen aufgepinkt und ich glaube, wir waren in der Krockhöhle, waren wir, glaube ich. Alkohol scheint auch bei den Altvorderen ein wichtiger Bestandteil des Lebens gewesen zu sein. Sie haben ihre Getränke in kleinen Kolben aus Glas aufbewahrt. Ab und an findet man sogar einen noch geschlossenen Kolben. Oder wir gehen zum unerforschten Schauplatz. Dazu müssten wir hier Schloss der Lichter gehen. Oder wir gucken, ob wir das schon erledigt haben. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube schon. Ich glaube, wir waren im Pestbau. Und haben ja diesen Kollegen getroffen, der uns erzählt hat, dass eine riesige Waffe uns alle zerstören möchte. Die Arche angreifen möchte. Und alles kaputt macht. Oh, hier waren wir noch nicht. In dem Fall gehen wir hier hin und kämpfen ein bisschen mit den Hündchen hier. Und da das sowieso egal ist, ob wir da laut sind oder nicht, bauen wir da doch gleich mal laut weg. What you got? Und hoffen, dass wir da ein bisschen Schaden machen können. Weiß, dass Magnus immun ist gegen die Bisse von denen. Da können wir das einsetzen. Ja, wenn wir nicht mal alle drei treffen, das ist schade. Dann machen wir es so. Not gonna warn you again. Ja, damit haben wir ihn wenigstens ein bisschen zurückgehauen. Hilft zwar nicht viel in der Situation. Und dann haben wir noch Dax. Der die super neue Laserwaffe hat. Yeah. Bye bye. They heard it coming. That had to hurt. So, Bormin, du bist dran. Dürfte ein leichtes werden, die wohl hier wegzumachen, hoffe ich. Sollte man keine größeren Probleme kriegen. Solange die alle schön auf Magnus gehen. Es ist kein Problem. Komm mal erst dran. Ja, genau. Wunderschön, er absorbiert das einfach. Better stay away from me. Sogar kritischer Schaden, da braucht Bormin bloß noch ein Fünkchen machen und dann war's das mit dem Hund. So. Yeah. Yeah. Hey, follow me. Genau. The Ancients left their machines running loose in the zone and now we gotta face the consequences. They're killing ghouls left and right. I would gladly introduce some killer machines to the nearest ghoul pack. Gucken wir mal, was wir da für eine Waffe finden. Wieder so ein Schleuderer, ja, haben wir ja schon. Don't discriminate. Haben wir bisher aber auch noch nie benutzt. To kill everything, including us. Ja, inklusiv wahrscheinlich. Ja, werden wir wohl nach der Maschine. Er hatte gesagt, im Norden. Werden wir wohl nach der Maschine suchen müssen. Wenn wir dann Stufenaufstieg. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Dann würde ich sagen, reisen wir doch direkt in den Norden. Ich glaube, hier im Pestbau waren wir ja drin. Dann gehen wir hier mal zum Hort des Hornteufels. Hort des Hornteufels. Funktionierende Artefakte sind in der Zone sehr selten. Können Prips bar gegen Schwarzmarktgefährlichkeiten eingetauscht werden. Ja, das wäre schön, wenn wir da noch was finden würden. Schauen wir uns mal den Hort des Hornteufels an. Lala. Und Schrott, wir brauchen. Ah, guck mal, hier ist direkt mal eine Brücke. Das ist eigentlich die einzige Brücke hier, oder? Da waren wir auch schon. Von dem her können wir hier mal direkt über die Brücke gehen. Hier geht ein Weg entlang. Na, schauen wir mal hier rein. Hallo, Ali. Ali, hallo, da ist wieder so eine Maschine. Die hoffentlich nicht mehr funktionstüchtig ist. Aber ich glaube, hier waren wir auch schon. Haben wir es
eingesammelt. Oh, da hinten ist irgendwas Blaues. Hm, hier leuchtet was hin, aber da ist nichts mehr. Müssten die Leichen eigentlich nicht irgendwann mal verwesen? So, hier geht's irgendwo hin. Da haben wir irgendwas Dickes. Aha, okay. Der ist mir zu dick. Dem will ich mich noch nicht anlegen. Hier haben wir einen Schaman. Der Schamane muss auf jeden Fall weg. Jedenfalls, wenn wir in dem Fall jetzt hier auf Hinterhalt gehen. Alarmiert, alarmiert, alarmiert. Okay. Der alarmiert auch? Ja, der alarmiert auch. Dann holen wir erstmal Bormin davor. Der hat nämlich die... Ach, der hat eine Pistole. Ja, das ist fast eigentlich das ganz okay. Machen wir einmal ruckzuck. So, dann hat der noch. Dann gehen wir mit Magnus vor. Der kann 7, 9. Ja, mit dem sollte einmal reichen. Aber schade, kein fieser Treffer, kein kritischer Treffer. Bräuchte man halt noch 10, ne? Bräuchte man einen kritischen. Auf jeden Fall einen kritischen. Das heißt, wir müssen Schädelspalte einsetzen. Und dann noch die doppelte Seite nach hinten. Oh, die schreien immer so ätzend. Hey, follow me. Genau, da haben wir noch Marodeur. Den können wir eigentlich auch gleich wegmachen. Er hat plus 14, den kriegen wir auch so. Dürfte leicht werden. Ja, zum Glück nicht so stark, aber wenn sie weg sind, ist schon mal gut. Ja. Das war's auch mit dem. Hier haben wir auch schon was eingesammelt. Guck mal an. Da haben wir auch schon rumgeschlichen hier. Aber hier noch nicht, aber hier gibt's nichts mehr. Schade. Guck mal mit mir. Leute, kommt mal mit mir. So, schauen wir mal hier noch. Hier gibt es auch nichts mehr. Da hinten ist eine Hütte, da waren wir aber auch schon. Kann ich mich erinnern. Schon ein bisschen her. Dann gehen wir mal ab hier über diese Elchbrücke. Doch Elche, oder? Oh, nochmal Marodeur. Careful. They're all over the place. And we can't find them all at once. Nee, können wir nicht. Ob der auch wieder zurückkommt, ne? Ja, jetzt kommt er zurück. Sehr, sehr schön. Na dann. Dann kriegt er jetzt einen auf die Nase. Dann haben wir wieder ein weniger. Läuft. Nee, wir können nicht alle gleichzeitig erledigen, aber... Einander. Want some more? Und er brennt, der arme Junge brennt. Und wieder einer weniger. Now that was a good kill. Ja, dann kommt mal mit, dann schauen wir mal, ob es hier noch Schrott gibt. Da ist der Panzer. Da haben wir einen Haufen. Würde ja gerne einen Jäger. So. Oh, hier oben. Distribute yourself. Jetzt mache ich schon selber, genau. Hier hoch, ab. Gibt's auch noch Schrott. Holen wir uns auf jeden Fall. Oh, das ist noch ein Marodeur. Der da rumläuft. Da drin haben wir auf jeden Fall noch Schrott. Schnell weg. Völlig egal, wohin eigentlich. Den kriegen wir hoffentlich mit 18. Und zur Not haben wir immer noch einen
einen kritischen Treffer. Haben wir alle? Ja. Ey, der schießt daneben. Magnus, wie geht das denn? Das war ja richtig mies. Muss ich zweimal einen kritischen ansetzen, sonst ist der nicht tot. Mann, das ist natürlich jetzt Mist. Jetzt habe ich wegen dem habe ich jetzt zwei Zusatzsachen benutzt. Gegen Magnus. Super. Das wird mir sicher im weiteren Kampf helfen. Iridia hat im Laden neue Dinge. Oh, das ist auch cool. Vielleicht sollte man nach den neuen Dingen mal schauen. Kann ich hier rein? Ja, kann ich. Waffenteile, sehr geil. Hier ist nichts mehr. Ah, Jäger. Jäger mit 26. Oh, da ist eine Kiste. Ja, was haben wir denn da? Schauen wir mal rein. Ein Stirnband. Bewegungsreichweite. Okay. Wie es der Zufall will. Bewegungsreichweite. Mal sehen, ob das uns irgendwie hilft hier. Gibt's nichts? Doch, da hinten. Sollen wir, ich könnte mal natürlich erst zurück, ne, zur Arche. Schauen, was es da cool ist, ob es mal was Cooles gibt. Aber bisher hat es nie was Cooles gehabt, also von dem her. Jetzt klettern wir erstmal hier hoch. The Ghouls got themselves a machine of their own. Thank the Elder, it's out of power. Okay. Ja, wir können programmieren, was auch immer. Oh, da unten ist eine Kiste. Ah, will ich die haben? You said the generator would bring this giant to life. Did you lie to me? No, no lie, Grey One. Only truth, big truth. Just need a bingo. Now for the fun. Jetzt mal die Truhe auf. Ja, ja, die haben gerade davon geredet, was für eine geile Maschine sie haben. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Die nehmen wir auf mich. You sound like you want to die. So, dann sammeln wir hier noch. Oh, egal. Sammeln wir später, wenn wir alle erledigt haben. So. Soll ich sagen, wir hauen voll rein. Wir haben ja alles umprogrammiert. Und schauen wir mal, was wir erreichen können. Jetzt mal die graue Eminenz hier wegrotzen. Ui, das sieht super aus. Leichter Bug. So, jetzt sind die nämlich dran. Und die Maschine hat gelassen. Er lebt. Dann schauen wir mal, was die hier machen, ha? Der Panzer kommt auch noch dazu. So, ich glaube, wir müssten ihn jetzt kurz retten. Be calm. I can ease your injury. Und dann... Nee, ich will gar nicht auf die Maschine unbedingt. Sondern... Ich glaube, die graue Eminenz ist tot. Sie ist gerade da runtergefallen. Ich möchte hier runter. Dass wir hier irgendwie erstmal wegkommen. Bormin.
Darf auch runter. Wo ist er? Ich baue ihn da. Kann der auf irgendjemand anderen schießen? 25%. Nee. Nö. Machen wir nicht. Dann soll der auch hierher. Erstmal. So. Jetzt gucken wir mal, was die Gegner so treiben. Hey, schon mal daneben. Ach, die schießt auf mich. Super. Oh, die macht doch noch Feuer auf mich. Okay, die schießen alle auf mich. Oh, er schießt auf die Maschine. Ach, ich dachte schon. Ich dachte schon. Was macht der Panzer eigentlich? So, jetzt ist der hier schön. Elegant. Der Jäger. Schade. Er ist kritisch gewesen, hätte ich den schon weg. So, er muss jetzt natürlich auch weg. Ich glaube, wir können dann auch gleich Rauch einsetzen. 25%. Ist halt schon ein bisschen mickrig, gell? Er sollte halt irgendwo hin, wo er geschützt ist. Aber wenigstens so weit. Oder hier. Mir aus irgendwo. Oder nee, das ist blöd. Da sind wir zu nah an der Maschine. Ich habe keine Ahnung, wo die hinballert. Und er noch. Haben wir ja auch noch. Aber er kann da gar nirgends hin gerade. Wieso denn eigentlich nur 25%? Wie machen wir das jetzt am besten? Wir würden auch gerne Magnus gleich löschen. Ich könnte probieren, hierher zu laufen. Aber dann hätte ich auch bloß 25%. Ach, das gibt's auch nicht. Na gut, wir machen jetzt hier eine Rauchgranate. Lassen wir uns erstmal löschen. So, damit löschen wir Magnus und wir dürften auch nicht mehr treffbar sein. Mal gleich sehen, was passiert. Gut, der hat ja erstmal das halbe Haus weggerotzt. Schauen wir, was der Pyro macht. Okay. Und der Panzer, was macht der? Der läuft einfach gemütlich da rum. So, wir können natürlich durch den Rauch nicht schießen, das ist aber auch nicht schlimm. Weil jetzt steht er völlig offen. Jetzt könnten wir auch wieder hier hin, aber dann wäre da der Jäger, gell? Da rein können wir nicht. Da kommen wir nicht hin. Also wir gehen erstmal hier hin und schauen, was wir von da machen können. Okay, durch den Rauch blockiert. Ist nicht. Oh, does that hurt? So. Ich will eigentlich auch nicht zu der Maschine. Die ist mir echt zu hart. Eieiei, was mache ich denn da jetzt? 50% nur. 75% nur. Auch nur 75%. Naja. Toll ist es ja nicht. Gehe ich halt erstmal hier hin, ist durch Rauch blockiert. Overwatch. Dann habe ich ihn ja noch. Was mache ich mit ihm denn jetzt? Ah, da haben wir auch schon wieder den. Würde ich sagen, wie immer hier hin, oder? Versuchen es einfach. Irgendwie müssen wir die Feinde ja langsam ausschalten. So. Cool down! Cool down, ja, richtig. So, was macht die Maschine? Die lodgt erstmal raus. Er schießt daneben.
as good as dead. Gehen die jetzt alle auf mich? Stupid stalkers. Geht doch auf die Maschine. Er schießt ganz schön auf daneben. Also es wäre schöner, wenn er das prinzipiell machen würde. So. Yeah. So. Was ist mit Bormin? Der steht da immer noch blöd rum. Das wird alles durch Rauch blockiert. Der muss aber da weg. Dann gehen wir halt wieder in Rauch. Holz. Overwatch. Gehen einfach mal auf Überwachen. Und mit ihm gehen wir jetzt hier hin. Und ach, das reicht nicht. Echt jetzt? Das reicht auch nicht. Jetzt habe ich da zwei. Dann schieße ich zuerst auf ihn. Der ist gefährlicher. Der macht mehr Schaden. This hurts like a mother. Brennt er mich jetzt gerade an? Hat er mich jetzt getroffen? Ja, hat er. Und er schmeißt Feuer auf die Maschine, das natürlich überhaupt nichts bringt. Wir alle gehen in die Maschine. Ja, nicht ganz. Ich kümmere mich noch nicht groß drum. Ja, das habe ich gemerkt, dass du gehittet bist. So, und wieder ist er gehittet. Und er hat keine Munition. Läuft ja. Nee, das mache ich nicht. Da rotze ich wieder meine... Stay away from me. Rotze ich wieder meine Deckung weg. So, er hat auch keine Munition. So, das ist der wenigstens mal weg. Serves you right. You're earning your scrap, kid. So, Bormin ist auch noch da. Kann Bormin diesmal was treffen? Nur die Maschine. Ah, die Maschine will ich eigentlich in Ruhe lassen. Die hilft mir eigentlich gerade echt gut. Was hätte ich denn noch an Nades? Na, ja, bloß eine Granate. Das würde mir in der Situation nicht sehr helfen. Das würde mir aber auch nicht helfen. Könnte ich irgendwas... Irgendwen futtern? Ne, da würde ich voll ins Feuer laufen. Puh, dann renne ich doch einfach mal irgendwo hin, oder? Oder ich bleibe einfach im Überwachen-Modus. Overwatch. Oh, wieder auf uns. Verdammt, wir müssen mal abhauen. Ja, du fühlst dich nicht gut, ich weiß. Okay, wir müssen jetzt hier definitiv weg. Kümmern wir uns erstmal um Dax, dass der hier hingeht. Und vielleicht hier noch ein bisschen was aufräumt. Ein Jäger weniger. Ah, der kommt nicht bis dahin. Ist auch fast zu erwarten. Dann rennen wir halt jetzt hier rein. Und er sollte auch irgendwo hier hinten hin, weil er so wahrscheinlich gleich umfällt. So. Mal gucken, was die Maschine macht. Die haut erstmal den Baum weg. Kill the stalker, go for the ugly one. I'm gonna smash him. No. Was smasht er wieder? Er smasht die komplette Maschine. Wen hat das jetzt weggehauen?
Ah, ich glaube, nee, Magnus ist gestorben. Okay, wir müssen Magnus erstmal holen. Mach Bormin. Stay still. I'm gonna patch you up. So. Thank you. Da der wahrscheinlich nicht dahin trifft. Overwatch. Gehen wir hier in Overwatch. Und er. Magnus geht mal hier hin. Okay, jetzt die Frage, ob wir nachladen. Ich glaube, wir laden nach. Verdammt, hätte ich auch nicht machen können. So. Haben wir eigentlich bloß noch zwei Gegner, den Panzer und den Jäger. Sollten wir doch hinkriegen. Ja, der geht jetzt natürlich auf Magnus, den haut wahrscheinlich um. Oh, der hat den nicht getroffen. Der geht in Overwatch, okay. Jetzt habe ich Dax. Bormin. Er trifft wahrscheinlich auch nichts. Overwatch. Denn ihn noch schlimmer, der trifft genauso wenig. War wieder völlig unnötig. Overwatch. Ja, guck mal, was die machen. Na klar, der schießt natürlich auf mich. Was macht der Dicke? Ja. Was? Der hat mich echt umgehauen. Krasser Shit. Das ist eine ganz schön miese Maschine. One of ours is down. Taste the pain. Uiuiuiui. Okay, jetzt wird's doch noch haarig, ey. Muss ich die erstmal retten? No time to die. We have to keep fighting. Feels better. Aha. Mal gucken, wie lang. Bormin, du kannst. Niemand erschießen, oder wie? Okay, müssen wir ruckzuck einsetzen. Erstmal den Jäger loswerden, dass wir den schon mal weg haben. Enough! That was awesome. So, und dann müssen wir ihn noch retten. Up and at him, Soldier. Mein 3 kann er jetzt nicht töten, hoffe ich doch. Appreciate it. Und der hat natürlich auch keine Munition. Wer hätte es gedacht? Now it's getting fun. So, schön auf ihn drauf hier. Naja, bei dem ist so. Ziemlich unsinnig. In Deckung zu gehen, der rennt wie einfach um. Aber er geht in Deckung. Sehr schön. Totally weak. Ist echt so, der ist noch härter als die Maschine, ey. Magnus, schaffst du das? How's that feel? So, jetzt haben wir noch Ente. Ente gut, alles gut. Nachladen. Und triff ihn bitte, triff ihn bitte. Jawoll. Oh. Boah, das war hart. Ein harter Kampf. All this talk about the Horned Devil and we never saw him, except for that sign. What a pussy. Show yourself, Devil. The Horned Devil.
El Generator. Ich habe ein Artefakt. Ich habe 4 Artefaktpunkte bekommen. Wie geil ist das denn? Would have liked to see him. But he put up a good fight. Damit haben wir die Arche gerettet und ja, alle anderen, wo es anscheinend noch irgendwo gibt. Und jetzt werden wir erstmal hier sammeln. Waffenteile sind immer geil. Aber hier noch was rumliegen? Ich glaube ja, hier war noch Schrott. Genau, hier hinten ist auch noch was. 4 Artefaktpunkte, ja denn. Können wir danach gleich mal zur Arche gehen. Mal schauen, was uns das alles so damit pimpen können. Und dann dürfte es eigentlich gar nicht mehr so lang sein in dem Fall. So, hier gibt es nichts. Ne, da oben vielleicht. Hier gibt es auf jeden Fall noch Schrott. Hallo? Häng ich schon wieder? Etwa. Da hängt eine Waffe in der Luft. Auch schön. Und hier hätten wir ja auch reinkommen können. Ne, da oben scheint es nichts zu geben. Ja, sehr schön. Denn ab zur Arche. Und dann werden wir den Rest beim Ernesten mal machen. Jo. Wir wandern zur Arche. Ja, geil. Wir sind erstmal zurück. Wir schauen uns den Rest beim nächsten Mal an. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss.